Willkommen zu einem Video und heute reagieren wir auf den neuen Song von Marco Ausreden. Ja, was war denn das letzte von Marco? Ich kann mich noch an den Song erinnern, wie der sich angehört hat, aber nicht mehr wie der hieß. Ja, der hat mich ein bisschen an Lil Yachty erinnert, der Song. Also nicht der Song, sondern irgendwie, ja, irgendwie schon der Song. Ja, keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal rein in den Song Ausreden. Ich bin gespannt. Let's go. Ich kann das aussehen. Ja, bin in meinem Kopf und such nach Ausreden. Boah. Sie ist verliebt in meine Ausreden. Glaub, du hast recht, ich kann das in Polen gedreht, das Video. Baby, wer willst mit mir aufnehmen? Wie cool. Wie cool hört sich das denn bitte an? Der Beat dazu. Und dann das einfach seine Stimme dazu. Das passt einfach krass. Bitte lass mich doch mal ausreden. Sie sagt, ich würde mich immer ausreden. Sie meint zu mir, sie muss mal rausgehen. Krass. Rausnehmen. Hoff, dass du nicht falsch aufnimmst, was ich hier aufnehme. Ja, und überall, wohin du gehst, erregst du. Also ich kann schon mal sagen, die Hook von dem Song ist richtig, richtig cool. Ohrwurm auf jeden Fall am Start, wenn man das paar Mal gehört hat. Safe. Aussehen. Nicht nur dein Aussehen, okay, ich liebe auch dein Aussehen. Und was du anhast, ist so ansehnlich, doch kannst du's bitte ausziehen. Und Baby, ich liebe wie boah, der Beat ist geisteskrank. Lange streiten und dann aufeinander auflegen. Bin immer im Kopf und so nach Auswegen. Das ist so ein richtiger Shedder-Beat, ne? Auf so einem Beat würde der auch absolut was machen. Auch irgendwas krasses, ne? Also beatmäßig hier ganz, ganz krass am Start, auf jeden Fall. Auch der letzte Song, da war der Beat auch so krass, ne? Ich bin gespannt, ob bei seinem neuen Album, was ja, ich weiß gar nicht, wann das kommt, ob da das alles mit so brutalen Beats ist. Wenn ja, dann wird das auf jeden Fall ein Album was sein, was mir definitiv gefallen wird, ja? Wann kommt das Album raus? Weiß es jemand von euch? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, du denkst nicht, ich will aufgehen. Und ich will nie meine Uhr verlieren. Und ich lass nicht deine Uhr verlieren. Was? Sag, wie ich fühle, aber so faded. I know you hate it. Frag mich, wann's ich dich mal wieder naked. Sag mal, trägt eigentlich schon Brille. Und such nach Ausweg. Sie ist verliebt in meine Ausweg. Glaub, du hast recht, ich kann das aussehen. Krasses Ding. Bitte lass mich doch mal ausreden. Ey, das ist in Polen gedreht, aber das sieht wirklich krass aus, ne? Mit den ganzen Hochhäusern. Sehr, sehr cool, ja. Und der Song, ne? Ich sag jetzt was, das werden bestimmt einige von euch fühlen. Wenn man einfach kann, mitten in der Nacht, man ist auf dem Weg nach Hause oder sowas, dann hört man einfach den Song beim Laufen oder beim Autofahren. Ich glaube, das ist ein cooler Vibe, den man dann hat. Ne? Also, den Song werde ich safe noch öfter hören, weil der ist wirklich krass. Sie sagt, ich würde mich immer ausreden. Sie meint zu mir, sie muss mal rausgehen. Sich da rausnehmen. Hoff, dass du nicht falsch aufnimmst, was ich hier aufnehme. Brutal. Ja, hier, cool. Weiß nicht, ob das Warschau ist oder so, das weiß ich jetzt nicht. Kann sein. Ah, hier, das Album. Yeah. Ich mach ein paar Candlelights. Ruf mich boah, Köln Palladium ist sogar krass. Ich tue ihr leid. Ich sag, es tut mir boah, das hört sich auch cool an, dieses Snippet hier. Ich geh hoch in der Rocket. Und mich für Schau in der Rocket. Ey, what the fuck? Krass. Krasser Song. Mehr kann ich nicht sagen als krass, ne? Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, ja. Wie hat es dir gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert nicht vergessen. Checkt die Videobeschreibung ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.